Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MotoGP 16. Valentino Rossi, The Game. Wir sind in Jerez. Und ich sage wir, denn wir haben den. Oder wir, ja, ich habe den Slice hier bei mir zu Gast und ich bei ihm auf seinem Kanal. Hallo. Ein Hallo. Hallo, auch von mir. Auch für meine Zuschauer, wenn ihr den Bernie noch nicht kennt. Ja. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, der nimmt das auch auf. Genau, und wir werden beide sicher die gegenseitigen Kanäle unten verlinken. Genau, auf jeden Fall. In der Videobeschreibung. Und wir fahren heute mal Jerez. Wir wollten ein 100% Rennen mit allen Fahrern, aber das lässt uns Milestone leider nicht, denn wir können nur 15 Runden fahren. Das ist so grob 50% oder ein bisschen drüber. Und ihr seht, insgesamt sind wir nur zu 12. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Egal, ich würde sagen, wir gehen mal auf jeden Fall auf die Strecke, weil es sind nur mehr 5 Minuten 30. Ja, ich bin schon. Alles klar. Dann soll ich zumindest mal eine Runde drehen. Ja, ich bin gerade auf der Gegengeraden. Ja, aber um das Milestone noch nicht gebacken bekommen mit diesem Multiplayer, das ist echt. Das finde ich auch schade, ja. Wir hoffen mal jetzt auf 17er in 5 Wochen. Auf jeden Fall. Geht's los? Und ja, weil eben nur 15 Runden haben wir gesagt, nehmen wir das Quali hier mal mit. Dass wir da ein bisschen einen längeren Part haben. Dieses Wochenende Quatsch. Sind wir ja im Jerez zu Gast, also wir nicht, aber die MotoGP-Piloten. Ja, wir hier. Ja, wir hier virtuell im Prinzip. Mehr geht nicht. Aber es macht auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass es trotzdem ein cooles Rennen wird, trotzdem 15 Runden ja. Und nur 10 KI-Fahrern. Genau. Aber ich denke mal schon. Zur Not feiten wir uns. Genau. So, ich habe meine 34er Zeit. Obwohl, das werden wir mal, das werden wir erst noch sehen, ob ich da mit dir mitkomme überhaupt. Ach, passt schon. Wir sind auf mal auf jeden Fall im selben Team. Ja, und Saint-Marc haben wir uns entschieden. Genau. Tech 3, die Maschinen hier von Espargaro und Bradley Smith. Die haben wir mal kurzerhand suspendiert. Die machen schon, die machen heute Testfahrten für KTM. Genau. Beide schon ins Spielwerk unterwegs. Genau. Und uns haben sie angerufen, ob wir nicht kurzfristig einspringen können. Haben wir gesagt, ja, kein Ding, wir machen das. Wenn es unbedingt sein muss. Wenn es unbedingt sein muss, gewinnen wir mal kurz. Genau. So, und ich schätze mal, Q2 und 1 wird es auch nicht geben, sondern nur das eine Quali mit den 5 Minuten. Ja, ich denke auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Anfang waren es 10, aber wir haben ein bisschen getrödelt. Ja, stimmt. So, ich habe nochmal 3x rot. Mal gucken, ob ich meine Zeit noch verbessern kann. Boah, letzter Sektor ist aber scheiße. Kacke. Ja. 2/10 nochmal verloren im letzten. Mhm. Sicher erster, oder? Ja, siehst du rechts, wer ist das? Ah, da steht er, die Bullshit da, stimmt, ja. Was hast du für eine Zeit? Ich bin gerade 5. Ich sehe meine Zeit gerade nicht. Ah, ich bin wieder langsamer. Ich hätte sollen gut, vielleicht zur Not erster Gang am Start. Ja. So, 2/10 vor dem ja, ich ersten. Bin in meiner LCR Honda gewohnt. Das ist jetzt auch gar nicht so ja, einfach, dass du mal ein bisschen reinkommst auch. Ich bin auch meine Moto 2 Honda gewohnt. Ja, genau. Ja gut, okay, der Umstieg ist natürlich noch ein bisschen dramatisch. Aber passt schon. Gut, ist aber echt cool, dass wir jetzt nochmal zusammengefunden haben für das Rennen hier. Genau. Dass das passt und wenn es Spaß macht, können wir es ja öfter machen an Rennwochenenden. Genau. Oh, wenn es nur 15 Runden sind. Ja, und 10 KI-Fahrer. Ja. Mal gucken, ob MotoGP 17 uns da was Besseres liefert. Ja.
Aber ich muss schon sagen, nach 3 Runden habe ich Hinterrad schon ein bisschen Verschleiß. Also okay. War ich auf keinen Fall nehmen. Mhm. Ach, schon wieder 13. im letzten verloren. Was bin ich denn da für den letzten Sektor gefahren? Gut, ich gehe mal zurück zu Rox. Es wird nichts mehr mit dem Hinterrad. Und die eine Minute warte ich nochmal und guck mal in die Session-Info. Rossi 2. Ich komme irgendwie nicht so reingerannt. Ja gut, wir haben ja noch Zeit im Rennen reinzukommen. Ja, ist sicher. Du bist 5. mit 13. auf Rossi. Marquez und Lorenzo noch auf 3 und 4. Ja, da haben sie jetzt nur Werksfahrer. Fällt mir gerade so auf, außer uns. Okay. Wir haben nur Werks Yamaha, Werks Honda, Werks Suzuki, Werks Ducati und Werks Aprilia. Okay. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, was da dran so schwer sein soll. Oh, jetzt hast du... Aber über 2 Sekunden langsamer? Ja. Ja, aber den... Krise war 2 Sekunden langsamer als ich. Aber auf jeden Fall schon mal eine Zehnte schneller als Rossi. Doppelpole im Moment, noch 3 Sekunden. Ja, aber kann ich die Runde noch... Nein, kann ich nicht. Normal kann man die Runde noch zu Ende fahren. In echt schon. Ja. Hier nicht. Ja, gegen Mike brauche ich auch immer ein paar Runden länger, bis ich reinkomme. Aber gut, Zweiter ist einmal so weit okay, auch wenn ich 2 Sekunden Rückstand ist natürlich der Hammer. Na gut, Rennen ist das Wichtige. Genau. Ich hoffe nur, man kann jetzt noch... Warum geht's in die Lobby? Halt, ich geh da mal da weiter. Ich hoffe, ich kann auch die Reifen wechseln. Ah ja. Auf jeden Fall. Also, wenn sie das nicht machen, dann sind wir am Arsch. Da sind wir beide hinten. Ja. Nach 3 Runden. Man kann das Bike jetzt wechseln. Aha. Das ja, ist ja macht Sinn. Auf jeden Fall. Mal kurz das Team gewechselt zwischen Quali ja, und Rennen. Mir ist es doch nicht gefallen, ich nehme doch meine LCR100. Ja, du, von der Teamleistung her wär's sogar gleich. Ja, die sind ja auch nicht auf einem Level. Mhm. Stimmt. Ja, so. Bin ich sehr gespannt wieder hier in IRS dann am Wochenende. Auf jeden Fall. Die ersten 2 Trainings, die waren ja schon mal ganz interessant. Es ja. hat mal geregnet. Genau. Im zweiten trocken. Ein paar Rutscher. Das erste Mal, dass ich da Regen sehe. Ja. Viel Regen gibt es ja normalerweise nicht. Nee. So, Motorrad-Einstellung. Bevor da die Zeit aus ist, schnell einstellen. Reifen. Hart, hart. Okay. Kein Risiko. Ich gehe ein bisschen auf Risiko, ich muss riskieren. Ja, es hilft dir vielleicht auch reinzukommen, wenn du, ja. Wenn du mit Medium oder so startest. Genau. Zumindest auf jeden Fall hinten. Vorderrad weiß ich gar nicht, aber da habe ich eh meistens relativ viel Vertrauen, von daher nehme ich dann einen harten. Ah, okay. Gut, ich starte mal nicht mit B, also mit dem ersten Gang. Achso, ich habe gerade eingelegt. Du kannst ruhig, kein Problem. Okay. Aber auch da so ein bisschen spannender. Sehen wir jetzt gleich mal den Unterschied, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, das ist ja auch immer noch so ein bisschen Zufall, ist immer noch dabei. Boah! Ja. Ui, Rossi! Marquez springt da vor mir. Ich bin komplett im Tumult. Das ist eine Ducati. Am Anfang ein bisschen aufpassen mit den kalten Reifen hier und ja. Harte. Maverick, okay. Wenn die alles da im Vormarsch. Das ist direkt hinter dir. Okay. Oh, ich bremse mich da ein bisschen drum rein. Sorry, Leute. Und Rossi fährt da gleich mal weg. Ist aber interessant, den Grand Prix von deiner und von meiner Sicht dann auszusehen. Auf jeden Fall. Kann man ja vielleicht sogar gleichzeitig gucken, wenn man... Ja, genau. Es geht ja. Boah, bis jetzt links von mir hinten. Ja. Boah, und die Anode will auch noch reinstechen. Lorenzo außen. Boah. Also dafür, dass das nur CKI-Fahrer sind, ist aber Tumult hier. Ja. Und ich bin gleich mal 8. Okay. Aber die Server an sich scheinen relativ stabil zu sein. Ich habe jetzt keine Lecks oder so. Ja, das passt zumindest. Lorenz hängt dir da im Knick. Jo. Und ich jetzt auch. Boah. Boah.
Ey, die sind ganz schön aggressiv hier, ne? Ja, schon, ja. Die KI ist deutlich aggressiver als im, ja, im Singleplayer. So langsam sind die da gar nicht, irgendwie, finde ich. Auf gar keinen Fall, als realistisch. Ich trau mich auch nicht so wirklich vorbei an dir. Probier's also, klar, ich krieg auch noch Druck von hinten, aber... Okay. Ich komme auch nicht so wirklich vorbei. Überholen finde ich in dem Spiel mittlerweile sehr, sehr schwer, wenn man es ordentlich machen will. Ja. Stimmt. Das war in MotoGP 13 oder so noch anders. Mhm. Weil da hatten sie ja eh ihre Fehler überall. Wo sie dann auf einmal vom Gas gegangen sind, da konntest du direkt vorbei. So, hier Monster Yamaha im Doppelpack auf 5 und 6. Ah, hier komme ich besser durch. Die geht, ja, die geht schneller. Dann steh ich mal rein. Duell hier der, Team, der Teamkollegen. Und da bin ich wieder hin. Ja. Janone probierst du auch gleich mit, aber ja, ja, der hat's nicht geschafft. Sauber blockiert. Oh, hier fahre ich zu weit hin. Geht schneller. Da kommst du wieder. Letzte Kurve mache ich zu. Nix gibt's. So, jetzt Lorenzo mal hier vorknüpfen. Guckt nach vorne. Ja, der ist gar nicht so langsam unterwegs. Nee, auf keinen Fall. Der kam auch von hinten. Ja. Schön reingebremst hier. Mhm. Und da gehe ich mal vorbei. Eiskalt. Gucken, ob du auch vorbeikommst. Wäre ganz nice, wenn wir da zusammen im Vormarsch sind. Ja. Boah, da kommt er wieder. Und ich verbremse mich. Ja, alles offen. Mein Reifen baut nicht ab bisher. Hat deiner ja, schon passt bei mir. Nein, passt alles. Gut. Ich traue es ja zu, dass im Online vielleicht gar keinen Reifenabrieb gibt oder so. Doch, doch, doch. Doch. Achso, doch. Okay. Qualifying hatte ich mit dem Weichen. Okay. Ah, das ist noch alles okay. Für das, dass du die zweimal hart hast, bist du eigentlich gut unterwegs. Ja, ist relativ stabil, das Motorrad. Mhm. Hast du die Aktionskontrolle aus oder an? Ich bin gerade auf 3. Also jetzt würde ich es nicht umstellen, aber so zur Gewöhnung ist ja TCS aus am besten, weil du da deutlich mehr und schneller rausbeschleunigen kannst. Ja. Weil du halt komplett selber regulieren kannst, das Gas. Ja. Ich werde es einmal langsam, langsam absenken. Ja, ich habe TCS. Geh mal auf 1. Mal zu schauen, wo er ein bisschen nervös ist am Hinterrad, wenn man rausbeschneiden. Dann gibt es immer hin und wieder so gewisse Ecken in deinem Spiel. Hier zum Beispiel. Ja. Oh. Ja, manche Ecken, die sieht man schon. So. Ja. Relativ. Wenn das Motorrad da drin liegt, da wird das Eck direkt kommen. Voll in Schräglage zum Beispiel ist logisch, dass es ein bisschen rutschiger wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich komme aber jetzt auch nicht so wirklich in Fahrt hier, muss ich sagen. Rossi hat da gut Meter gemacht. Ja, 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 stimmt. Vinales Zweiter, nice. Ja. Da bin ich auch gespannt, wie es dem geht dieses Wochenende, nach dem Sturz in Austin. Und jetzt auch schon wieder Sturz in Jerez? In FP1, glaube ich. Im Zweier? Im Zweier. Einmal weggerutscht, aber in langsamer Kurve, also nichts passiert. Ja, ja, gut. Aber wenn jetzt das Limit weiß, dann ist es okay. Eben. Aber ich glaube, es war ein bisschen dem Nassen geschuldet noch, also. Ja, 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 war ja noch. Also, ja. Gut, ansonsten tut es uns leid, dass wir da noch nicht so viel sagen können zu, weil ja, wir haben halt jetzt FP1, FP2 schon gelaufen, aber wenn mehr kann man nicht sehen. Genau, wenn wir es wahrscheinlich jetzt Samstag hochladen, werden sie wahrscheinlich schon mindestens das Gewolle wahrscheinlich gesehen haben. Auch. Genau. Wenn die alles hier jetzt ein bisschen zurückgefallen wird von Dovizioso und Lorenzo überholt. Vielleicht können wir es nächste Mal aufnehmen nach dem Rennen oder so, dass wir irgendwie Montag oder so aufnehmen oder Sonntag ja, am Abend oder genau, wenn es bei uns zwei ausgeht natürlich. Ich hoffe doch. Wenn ich nicht. Ja, ich darf halt nur nicht Nachtdienst haben am Sonntag.
Ja, das wäre blöd. Das wär, sonst geht's eigentlich. Na gut, kriegen wir hin. Ja. Sonst im schlimmsten Fall wieder vorher. Genau. Boah, nee, Lorenzo geht auch nicht nach. Die sind echt aggressiv hier. Aber ich geh jetzt mal innen rein. Oh, da hätte er mir fast das Hinterrad gestohlen, ey. Also, da wäre ich fast geflogen. Ja, hat er dich berührt, oder? Ja, ja. Ja, also, es gibt so Ecken. Vorderrad direkt ans Hinterrad. Okay. Ich hab mich schon liegen gesehen. So, mal gucken, ob wir da Rossi noch einfangen können. An sich aber echt geil, die KI hier. Ja, ich weiß, der Rest ist echt cool. Gefällt mir. Oh, bin ich. Was hatte ich da für ein Glück, ey? Gar keinen. Wird langsam und da sind sie auch schon wieder direkt. Lorenzo jetzt in und ich gehe aber bei Dovizioso rein. Boah, Lorenzo auch gerade mit. Weißt du, ich gehe so langsam und ordentlich bei Dovizioso innen rein, steche rein und dann sehe ich so Lorenzo von hinten ihn einfach wegrammen. So ein bisschen im Tourenwagen-Style. Da ist ja Kontakt. Erlaubt. Oder Tagesordnung. Ja. Da, du bist an der Quadrante, ist das richtig? Ja, Maverick gerade mit einem Wheelie, deswegen komme ich jetzt mit besserem Schwung raus und neben ihm und auch vorbei. Sehr schön. Auf 5. Ja, und hier mein Teamkollege macht schon Jagd auf Rossi, sorry. Doppelpodium wäre echt cool. Mit dem Einstieg. Ja. Und dafür, dass wir kurz mal Pol Espargaro und Smith hier ersetzt haben. Ja. Aber Rossi fährt eine gute Pace. Also ich weiß nicht, ob man den noch kriegt. Vor allem, wenn er da alleine unterwegs ist, ist es schwer einzuholen. Keine Fights. Ich gebe mein Bestes. In der Hoffnung, dass du auch an den beiden da hinter mir noch vorbeikommst. Ja, ich fight noch eher mit der Suzuki von Maverick gerade. Ja, der gibt natürlich auch nicht nach. Nein. Aber wichtig ist auch kein Sturz jetzt. Ja, genau, das ist das Wichtigste. Gucken, wie sich die Reifen entwickeln. Ich habe schon minimal einen Verschleiß, obwohl ich hart. Ja, minimal habe ich auch hinten. Aber gut, ich bin auch komplett am Limit, muss ich sagen. Kein Wischiwaschi hier. Ich komme Rossi ein bisschen näher, so optisch zumindest, habe ich das Gefühl. Okay. Letzter Sektor ist natürlich komplett unser Sektor, wenn man den gut trifft. Genau. Vielleicht schaffen sie es endlich mal im 17er ein Podium mit einzubauen. Dass man das Siegerehrung. Ne? Ja. Vom 1 haben sie auch hinkriegt. Raus. Ja. Ich meine, früher war wenigstens die Box da und die Mini-Siegerehrung da. Also ja, ich glaube, die Box bringen es wieder, weil da haben sich viele aufgeregt. Ja, pff. Ist ja recht. No-Go, die rauszunehmen. Ja. Das ist einfach nur. Ich glaube, ich sehe nicht richtig, wie ich das erste Mal gespielt habe und ich. Ich bin nur von der Streckkamera oben irgendwie so mit den Ergebnissen. das war, also ich fand, das ist auch eine Frechheit, weil ich meine, überleg mal, du kannst null mehr richtig eine MotoGP-Simulation fahren, wenn du schon allein immer den fliegenden Start hast, nicht mal in der Box sitzt und keine Sieger oder sonst irgendwas hast. Also authentisch ist F1 da weit vorne. Auf jeden Fall. Auch mit der Einführungsrunde und so. Die finde ich auch so geil hier. Ja. Cool. Stimmt, ja. Aber gut, sie machen insgesamt machen sehr Fortschritte, auch wenn da was Negatives auch ist. Also, ich komme nicht ganz an was hier ran. Habe ich das Gefühl. Ich bin auch schwer, aber Lorenzo, Dovi, ein bisschen näher komme ich.
Ja, hat wenn dir alles Ruhe gegeben. Ja. Er hat sich ein bisschen beruhigt hinter mir. Ja, sehr gut. Darum ja, rede guck. Ich auch gerade nicht so viel, dass ich mich wirklich konzentriert, ja? Ja, alles gut. Ich muss sagen, also, es macht schon so ein gewisses Ding raus, so, also, ein gewisses Quetsch macht es schon aus zu kommentieren, so von der Konzentration. Ja, aber genau. Insgesamt komme ich relativ gut zurecht im Vergleich zu vorher. Also, ich hab grad zum Vergleich zu mir. Ach so, nein. Okay. Nein, im Vergleich zu wo ich halt ohne Reden gefahren bin. Aber gut, 2 Sekunden bin ich hier nicht schneller als du und 2 Sekunden bin ich nicht schneller als die KI. Also Qualifying sagt da gar nichts aus. Zum Glück. Was da so schwer ist mit den Quali-Zeiten. Das ist echt, da rege ich mich jedes Video drüber auf. Das geht einfach gar nicht klar. Du bist jede Runde eine Sekunde schneller. Auch wenn das scheiße ist. Ja. Und wenn sie nur die Zeiten hier von Rennen nehmen oder so. Und von mir aus 1-2 Zehntel draufgeben fürs Quali und passt. Klar. Oder eher runternehmen sogar. Ja. Eher runter, also schneller in dem Sinne, meine ich. Naja. Mal gucken, wie es in MotoGP 17 ist. Man kann wirklich nur immer wieder drauf ansprechen und drauf hoffen. So, noch 6 Runden hier. Ne, 7, oder? 7. Jo. Knapp über Halbzeit und Reifen baut gut ab bei mir. Ja, ich glaube, da komme ich durch. Ja, dann mal Medium vielleicht die bessere Wahl, obwohl Hart auch gut abbaut. Ich glaube, ich habe ein bisschen aggressiveren Fahrstil als du. Okay. Auch was Hinterrad betrifft, halt ohne Traktion leichter schon manchmal. Ja, ja, ja. Weiterhin auch immer noch konzentrieren, jetzt keinen Sturz provozieren oder so. Ich komme aber auch nicht an Rossi wirklich ran, also ich habe immer noch diesen Respektabstand und komme auch nicht näher wirklich. Lorenzo konnte sich auch von Dovi ein bisschen absetzen. Okay, ja. Ich glaube nicht, dass er dich noch reinholt, glaube ich nicht, aber hat einen guten Speed. Ich hoffe es nicht. Eher, dass du noch holst. Maximal die Ducati noch, wenn überhaupt. Die Daumen und ich gehe jetzt mal außen an was. Ich zeig mich mal. Achso, du bist schon mal raus hier, cool. Gerade irgendwie im letzten Sektor komischerweise angekommen. Okay. Ich bin die ganze Zeit der Abstand gleich gewesen, aber jetzt bin ich dran. Vielleicht hinter mir überholt ihren ohne Vinales, sorry. Okay. Jetzt ist Live Update. Ja, immer gerne, das sehe ich aus meiner Perspektive nicht. Mhm. Deswegen auch immer gut beide Perspektiven zu sehen. Weil es ist eigentlich ein komplett anderes Rennen, was wir fahren. Das Tod ist gleich. Bei beiden wahrscheinlich sehr, sehr geil. Du da im Fight noch mit Ducati und hinter dir ist auch noch was im Knick. Ich jag hier Rossi. Ja, Rossi weiß auf jeden Fall jetzt mal, dass ich da bin. Ich habe mich mal gezeigt. Mhm. Also hat er sich schon einmal umgedreht. Umgeschaut. Nee. Ich bin meine letzte Kurve neben ihn gefahren. Okay. Hallo. Hallo. Der KI-Walle. Ja, hat sich in echt bei den ersten 2 FPs wieder ein bisschen zurückgehalten, so wie immer. Ja, das ist mir ja gewohnt mittlerweile. Ja, das ist eine Taktik. Ich glaube, der bereitet sich von der ersten Runde an nur das Rennen vor. Ja. Oh, war sie da mal weit gegangen? Sorry. Okay. Ja, sehr cool. Da sind wieder so kleine Fehler auch einbauen. Also Ja, ich setze sie ein bisschen unter Druck und dann verbremst sie sich auch mal direkt. Also das ist echt gut gemacht. Aber das muss ich dazu sagen, das hatten sie schon in MotoGP 4 drin. Okay. Aus 2005. Ja. Wenn die unter Druck gesetzt hat, haben sie Fehler gemacht. Das war schon damals gut gemacht. Aber gut, dass es auf jeden Fall drin bleibt.
Hast du ja das Superbike Generations gespielt oder kennst du das? Ich kenn's auf jeden Fall, ich hab's auch bei dir ein paar Parts gesehen. Mhm. Aber das waren meine Abgänge. Ja, ich weiß. Aber das finde ich extrem geil, weil du über 4 Jahre fast im Prinzip. Ja. Du kriegst dann nach dem ersten Jahr Angebote von anderen Teams. Auch die Fahrer alles, also das ist sehr geil gewesen. Für damals halt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schade, dass es jetzt nicht Superbike noch gibt irgendwie. Ja, es wäre cool, wenn sie zusätzlich natürlich ein Remake machen. Weil die haben mir dann im Prinzip Superbike aufgegeben und mit MotoGP angefangen. Milestone? Ja, genau. Ach, das war von Milestone? Ja. Und da haben sie aber ganz schön abgespeckt, den MotoGP. Ja, ja, leider. So von den Möglichkeiten. Ja. Auch allein Reifen und so, ne? Mhm. Ja, das ist ja das. dass du im Regen und so oder bei abtrocknender Strecke nicht die Intermediates nehmen könntest. Das ging ja alles bei Superbike. Ja, ich geh nochmal raus. Letzte Kurve ist hier sehr gut zum Überholen. Auch wenn sie es im Interview in echt ganz anders gesagt haben. Ja. Da haben sie gar keinen Bock auf den Feind in der letzten Kurve. Man. Das war ja auch ein cooles Interview. Kann ich nur empfehlen, wenn ich das nochmal angucken will. Gibt's ja sicher auf YouTube. Ja, sicher. Also was sie da rausgehauen haben an Antworten auf die Frage, neben wem sie in der letzten Runde sein wollen, in der letzten Kurve. Schon interessant, was sie denken. Ja. Was sie hier wieder direkt vorbeigegangen in der ersten Kurve oder was war jetzt? Der wehrt sich mit Händen und Füßen. Lorenzo da auf. Hat sich schon richtig abgesetzt von Tovi und von mir und ist eher Richtung zu dir unterwegs. Ja. Also bei einem 100% Rennen könnte er dich noch besuchen. Der kann mich ja jetzt noch bald. Uiuiui, mit so einem Fehler auf jeden Fall noch besuchen. Wobei zum Schluss natürlich du mit den harten Reifen sicher noch einen Vorteil hast in den letzten Runden. Ja, ich weiß nicht. Also Problem ist halt, dass ich eine relativ aggressive Fahrweise habe. Mein Hinterrad ist ständig heiß. Okay. Und ja, das ist bei mir auch dadurch, orange. Ja, eben, aber das Problem ist, ich glaube, bei mir ist es noch aggressiver, weil ich baue mit, selbst mit den harten Reifen hier ordentlich ab. Ja, ja, sicher. Ja, ohne Traktion, das merkst du sicher, ja. Ja gut, ich weiß nicht mal, ob es an der Traktion liegt, einfach mit diesem Eiskalten ans Gas gehen, ja. Dass ich überhaupt mitkomme mit Rossi hier. Mhm. Muss schon viel Risiko gehen. Ich stehe jetzt rein bei Tovi. Ah, gucken, ob ich das sehe. Bist vorbei. Muss weit gehen, oder? Oh, sehr jetzt schön. Ein Willi. Oh. Willi sind immer gut geil. Ja, aber nicht beim Rausbeschleunigen. Da hat einer reingejoint. Oh, und rausgerutscht. Verdammt, dann jetzt in der ersten Kurve verbremst. Oder? Oh ja. Rausgerutscht. Zehnter. Oh, schade. Ja. Drei Runden. Let's get replay. Drei Runden vor mir. Ah, schade. Ja, da wird jeder Fehler am Beinhard bestraft. Auf jeden Fall. Ja, jetzt war ich zu bei Ihnen. Zehnter. Ja. Pradl hinter mir. Die Aprilia, siehst du auch mal. Ja. Ja, also, jetzt vor mir wieder eine Schaltung. Der sieht nochmal was anderes vom Rennen. Jo, nämlich alle Fahrer vor mir. Genau. Uiuiui, ich geh auch nochmal. Und wenn ihr vorne die Spitze sehen wollt, dann schaltet zu meinen Teamkollegen zum Slice. Ja, mal gucken, ob ich hier noch mal was bei Rossi machen kann. Ich sitze ihm im Knick, aber der wehrt sich halt wirklich. Mhm. Wird sich wahrscheinlich auf letzte Runde, letzte Kurvenmanöver auslaufen. Mhm. Achso, der ist wieder eingestiegen, jetzt hat er auch mitgekriegt. Der ist auch wieder da rausgegangen. Achso. Ich glaube, da kann man eher auf privat oder was, glaube ich, einstellen auch. Ja, ich wusste aber nicht, ob du da joinen kannst, aber wie du das. Achso, okay. Ja, dann schauen wir das nächste Mal, aber ich glaube, so viele sind da eh nicht online unterwegs. Nee. Multiplayer. Das war nur am Anfang. Ja, ja. Danach immer alles tot und still. Ja, ich sehe ganz entspannt. Ja. Vorbei an Espargaro wieder auf die 9, immerhin einstellig. Ja, mal gucken, was noch möglich ist. Nicht noch einmal denselben Fehler, noch einmal. Oh, Dani Pedrosa und Marc Marquez, was ist da los? Die Honda ist hier nicht gut drauf. Ja, beide Spanier hier. Ja. Würde ich auch fast behaupten, bei Perez. Ja. Vom Layout. Ja, ich glaube auch. Jack Miller da auch stark, was ich gesehen habe. Ja,
im der Regen ist auch und so, generell im Aufwind und im Regen generell, ja. Auf jeden Fall. Ja gut, der muss jetzt beweisen, wie ich gehört habe. Ja, ach so. Weil in Japan, da also so hat zum Beispiel Stefan Nebel gesagt, ja. In Japan diskutieren sie gerade, wen sie da noch behalten und okay. Wer den Vertrag bekommt und so. Ja, aber da werden sie vorhin den Rabatt weggeben, oder? Weil der ist schwächer wieder. Denke ich mir auch, auf jeden Fall. Aber gut, es können halt auch beide weg für bessere Fahrer. Ja, ist ja, halt auch das möglich. Ist möglich, ja, sicher. Deswegen ist da für den nix in trockenen Tüchern. Mhm. Der muss sich da auch noch beweisen. Rabatt auch ist richtig läuft. Schwer. Ja. Ja, aber auch schon seitdem aber in der MotoGP. Das kann ja nicht für alle gut laufen. Das ist nee, also klar. Das ist auch nicht für alle was. Ja. Wenn du jetzt siehst, Jonas Folger und Sarko sind super dabei, das ist sehr, sehr cool. Aber es kann halt auch anders laufen. Ja. Muss halt einfach der Typ dafür sein. Etwas komplett genau. Anderes als Moto2. Was denkst du eigentlich, ist ein größerer Sprung? Moto3 auf Moto2 oder Moto2 auf MotoGP? Schwer zu sagen. 3 of 2 glaube ich fast mehr. Ja, das kann schon sein. Vom Gefühl ist, ist echt schwer zu sagen. Also es kann man auch vor allem, wenn so aus Außenstädter schwer sagen. Aber an sich eigentlich mal interessant so von den Fahrern zu hören eigentlich, weil es ist eigentlich alles sehr, sehr unterschiedlich. So Moto 3 ja. Ist so die Einsteigerklasse, da ist hat, noch hat der Volker Kubik. Nicht gesagt, dass es fast in gewisser Hinsicht einfacher ist mit wegen den ganzen Hilfen. Der Moto 2 hast du so gut wie keine Hilfen, glaube ich, drinnen. Fahrhilfen. Ja, ja, okay. Da hast du ja Wheelie-Kontrolle und bei der MotoGP. Außer die Leistung ist natürlich da, aber ansonsten vom Fahren her. Hat er gerade gesagt, der Folger ist es gar nicht so schwer eigentlich. Interessant zu hören. Ja, mit der ganzen Elektronik und den ganzen Hilfen. Ja klar, das ist natürlich deutlich mehr als mit Moto 2. Und bei mir läuft sich hier gerade auf einen ganz harten Fight raus mit Rossi. Okay. Nebeneinander in der Kurve, letzter Sektor jetzt. Boah, jetzt geht's rechts und ich bin hin. Der wird rausgetrieben, Rossi. So, jetzt bin ich wieder hin und jetzt letzte Kurve. Wünsch mir Glück. Ja. Rossi kommt von hinten. Wir wünschen dir Glück. Wie gesagt, schwer zu verteidigen. Und er kommt nicht vorbei. Einen kleinen Wheelie beim Rausbeschleunigen. Und ich habe den Abstand und Lorenzo wäre so safe rangekommen, wenn das noch länger gegangen wäre. Ja. Der ist da auf 15. ist der locker noch rangekommen. Ja, das sind 18. waren es. Oh, 9. Stark noch von dem. Ja. Beste Runde hier, 18. schneller okay. Bei mir. Mit der Key würde ich noch ungefähr mitkommen mit der schnellsten Runde. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch so. Ja, cool. Du warst ja vorne dabei, der Sturz war jetzt unglücklich. Aber gut. Unglücklich, hat auf jeden Fall nennen, sehr, sehr viel Fun gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool, können wir öfter machen. Können wir nächstes Mal auch Moto 2 versuchen oder so? Ja, gern. Können wir auch mal machen. Wie es halt gerade passt, was uns Bock macht. Aber originalen Fahrer kann man dann nicht nehmen, oder? Man fährt immer sich selbst, glaube ich. Man sucht ja nur das Team, glaube ich, aus. Ja, so viele Optionen gibt es ja nicht im Multiplayer. Na wunderbar. So. Das war's, würde ich sagen. Jo, würde ich auch sagen. Danke an uns beide. Ja. War und cool, können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich glaube. Wenn ihr Bock drauf habt. Ja, genau. Schreibt es uns ruhig unten in die Kommentare. Sehr gerne. Rein, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und spätestens, ich weiß nicht, ob in 2 Wochen das nächste Rennen ist. Aber auf jeden Fall spätestens beim nächsten Grand Prix-Wochenende werden wir das wieder wiederholen. Ja. Und Mitte Juni dann vielleicht der Mike, wenn er sich's auch zulegt. Ja, cool. Könnten wir eventuell sogar zu dritt fahren. Wenn's passt, ja, gerne. Wenn's passt, genau. Ja, wunderbar. Dann sage ich danke. Jo, ich auch. Vielen Dank. Und ciao, ciao. Ich weiß nicht, ob du vielleicht... Ja, das ist von mir immer. Ich will mich verabschieden, mich 3-4 Mal. Da fällt mir noch was ein. Was wolltest du noch sagen? Vielleicht fahre ich noch das 100% Rennen, aber am Sonntag ja, oder nicht, so, nach dem Grand Prix vielleicht. Das nur als kleine Info am Rande für meine Zuschauer.
Könnte noch kommen. Ja, da wünsche ich dir dann da auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück, dass du nicht stürzt. Ja, genau, genau. Aber danke, auf jeden danke, Fall, danke. Fassest du auch? Was? Fassest du auch noch oder extra? Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Morgen bin ich den ganzen Tag weg und übermorgen muss ich gucken. Aber wenn es passt, gerne, werde ich dann vielleicht auch nochmal machen. Würde ich mir gerne anschauen, auch so ein 100% bei dir. Ja. Das ist sicher interessant. Gut, da muss ich gucken, aber wenn es sich ausgeht, auf jeden Fall. Also sehr gerne. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal die Abmacht. Ja, machen wir, jetzt machen wir es, genau. ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir Glück bei deinem 100% Rennen. Dankeschön. Und viel Spaß. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn wir wieder zu zweit vielleicht ein Ründchen am Rennwochenende drehen oder so. Genau, ja. Und genau. Da hoffentlich vielleicht sogar mit einem Doppelpodium oder mal gucken, was dann möglich ist. Ja. Vielleicht auch ein Fight zwischen uns, wer weiß. Ich Wenn ihr Bock habt auf sowas, auf jeden Fall gerne in die Kommentare und ansonsten ciao, genau, ciao. Genau, ich muss ein bisschen üben. Ja, danke, ich sag auch ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.